Wir kommen beim vierten Kapitel. Wir befinden uns jetzt also wieder voll in der ionischen Periode. Und hier werden wir uns im Speziellen einmal Thales, Pythagoras und Hippokrates vornehmen. Zunächst einmal Thales und Hippokrates. Pythagoras und die Pythagoreer, die bekommen dann ihr ganz eigenes Kapitel. Den Demokrit, der hier noch draufsteht, den lasse ich mal aus. Aber mal für alle vier, die ihnen jeweils schon in der Antike zugeschriebenen Erkenntnisse auf dieser Folie zusammengestellt, damit man mal so sieht, was war zu der Zeit eigentlich insgesamt so an Mathematik im Spiel. Thales von Milet, der ist Ihnen ja vermutlich vor allem wegen dem Satz von den Peripheriewinkeln im Halbkreis bekannt. Der heißt ja Thales-Satz heutzutage, zumindest hier im westlichen Bereich. Daneben hat er aber unter anderem auch den Satz über die kongruenten Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck gekannt und den Kongruenzsatz Winkelseite-Winkel. Mit diesem Kongruenzsatz beschäftigt sich eine Übung, ja, eine elektronische Übung und wir dann vielleicht auch noch im Repetitorium. Wir werden uns jetzt mal direkt anhand des Satzes von Thales und zwar anhand des Beweises aus den Elementen des Euklid damit beschäftigen, wie schaut eigentlich so ein typischer Beweis aus, der auch aus dieser Zeit stammt und nicht ganz so einfach ist wie das, was wir vorhin schon gesehen haben. Bin auch wieder etwas faul und recycle hier trotz ein, zwei kleinerer Holprigkeiten bei der Erklärung des Beweises einfach die Live-Aufzeichnung vom letzten Jahr. Hier sehen Sie den euklidischen Beweis der Proposition 31 aus Buch 3. In a circle, the angle in a semicircle is a right angle. The angle in a segment greater than a semicircle is acute. And the angle in a segment less than a semicircle is obtuse. Obtuse ist stumpf und acute ist spitzer Winkel und rechter Winkel ist eklar. So lautet eigentlich der Satz von Thales, sagt sogar, über dem Semicircle, also über dem Durchmesser, hat man 90 Grad Peripheriewinkel. Wenn man die Sehne woanders reinzeichnet, also unter dem Durchmesser, dann entstehen spitze Winkel. Und wenn Sie das über dem Durchmesser einzeichnen, dann entstehen stumpfe Winkel. Also das ist eigentlich der Satz von Thales, sind diese drei Unterscheidungen. Wir gucken uns jetzt aber nur den 90-Grad-Fall sozusagen an. Und das ist der klassische Beweis, wie er bei Euklid stand. Ob Thales den Beweis hatte, weiß man nicht. Man schreibt ihm halt die Kenntnis des Satzes zu. Aber Sie sehen hier, das ist genau der Beweis, den ich in Elementargeometrie machen würde. Auch heute noch gibt eigentlich nichts Besseres, was einem da einfallen könnte. Also dieser Gelb plus Schwarzwinkel, der da oben ist, soll ein rechter Winkel sein. Wir zeichnen mal die rote und diese schwarze Strecke ein. Die rote Strecke, das ist hier und das hier ist der Durchmesser. Und das ist auch der ganze Trick. Also Sie müssen diese Hilfslinie haben und auf die muss man erstmal kommen. Das ist sozusagen das Schwierige an dem Beweis. Ist auch nicht schwer, wenn Sie sich merken, in der Geometrie, wenn Sie was beweisen wollen, müssen Sie immer gucken, dass Sie entweder gleichschenklige, gleichseitige oder rechtwinklige Teildreiecke finden. Das ist immer die halbe Miete. Wenn Sie die finden, dann geht's weiter. So, was ist jetzt das Argument? Hier steht, Rot ist gleich Gelb und Blau ist gleich Schwarz nach Buch 1 Proposition 5. Proposition ist ein Satz. Buch 1 Proposition 5 können wir jetzt uns erschließen, was das ist. Das ist genau der Basiswinkelsatz. Die Dreiecke sind gleichschenklich, weil alle Seiten, die da auftauchen, sind Radien in dem Kreis. Das Rote ist ein Radius, das hier ist ein Radius und das hier ist ein Radius. Die sind also alle gleich lang. Also ist das hier ein gleichschenkliches Dreieck und das ist ein gleichschenkliches Dreieck. Und in den jeweiligen Dreiecken sind dann die Basiswinkel gleich. So, jetzt steht da weiter, Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz ist gleich die Hälfte von zwei rechten Winkeln ist gleich ein rechter Winkel. Da muss man ein bisschen überlegen erstmal noch. Das erste ist mal in diesem Buch 1, Proposition 32, steht einfach drin, die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad in Ihrer Sprache, beziehungsweise die Summe der Winkel in einem Dreieck ist zwei rechte Winkel. Das ist Buch 1, Proposition 32. Und jetzt kommt das Argument, naja, es ist aber doch Rot plus Gelb
plus Schwarz plus Blau, zwei rechte Winkel. Und andererseits ist Gelb und Rot gleich und Schwarz und Blau gleich. Und jetzt muss ich das doch, damit ich es ordentlich mache. So, jetzt, ich habe leider nicht so viele farbige Stifte mit. Also Sie haben das Argument, einerseits Rot plus Blau plus Gelb plus Schwarz ist gleich zwei rechte Winkel. Rot plus Blau plus Gelb plus Schwarz sind zwei rechte Winkel. Andererseits wissen Sie aus dem Bild, Rot ist gleich Blau und Gelb ist gleich Schwarz. Ich zapp noch mal wieder zurück. Rot ist gleich Gelb. Ja. Rot ist gleich Gelb und Blau ist gleich Schwarz. So, Blau ist gleich Schwarz. Und was Sie daraus schließen können, ist, wenn Sie das addieren, einfach diese beiden Gleichungen, Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz. Nun habe ich einfach die zwei Gleichungen addiert. Ja, das ist aber super, weil das heißt nämlich, dass Rot plus Blau und Gelb plus Schwarz dann jeweils ein rechter Winkel sein müssen. Und damit ist man fertig. Achso, das habe ich gut, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber steht das. Jetzt haben wir genau das Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz muss gleich sein und damit haben wir den, dass man zwei jeweils einen rechten Winkel hat. Hier sind auch nochmal die Teilpropositionen. Da sehen Sie, das wird dann der Herr Byrne, der hatte halt nicht so viel zu tun auf den Falklandinseln als Inspektor seiner Majestät Queen Victoria, weil das wird dann teilweise schon ganz schön unübersichtlich und ob das noch immer zum Nutzen der Lernenden ist, wie er sich das da überlegt hat und ob man nicht mit den Variablen auch ganz gut hinkommt, das ist dann mal die andere Frage. Aber es geht, ne? Es ist ganz brav, die ganzen ersten 5 Bücher hat er da so abgemalt. Hippokrates von Chios. Chios ist so eine Insel da irgendwo. Vorversion der Elemente, also das ist auch so einer, der schon einiges dieser Sätze und so gekannt haben dürfte. Wir werden gleich sehen, dass er schon eine ganze Menge Sätze gekannt haben muss. Für seinen berühmten Beweis, dass Polygone, der wusste, sämtliche Polygone, also N-Ecke, wie sie in der Schule auch sagen, und bestimmte Möhnchen sind quadrierbar. So, was Möhnchen sind, das sehen wir dann gleich noch. Die Frage ist, was bedeutet eigentlich, dass etwas quadrierbar ist? Dass etwas quadrierbar ist, bedeutet, Sie haben irgendeine Figur und es gelingt Ihnen, durch Konstruktionen mit Zirkel und Lineal in endlich vielen Schritten eine Figur zu erstellen, die nachweislich denselben Flächeninhalt hat wie die Figur, die Sie da hatten. Dann heißt das quadrierbar. So, da gibt es irgendwann den Beweis, der ist aber ganz, ganz, ganz viel jünger, dass das beim Kreis nicht geht. Da braucht man sogar ein bisschen Galois-Theorie dafür. Also da können Sie dann aufs Masterstudium warten. Da lernen Sie das dann mal irgendwie, wie das funktioniert. Das ist ziemlich schwer, das zu zeigen, dass das nicht geht beim Kreis. In unendlich vielen Schritten geht's. Das ist aber uninteressant. Das ist dann keine echte Quadratur. Quadratur heißt in endlich vielen Schritten. Das heißt, irgendjemand muss das auch ausführen können. Und Sie kennen das ja vom Archimedes, dieses, man legt da halt innen und außen so Figuren drum. Und wenn man sich jetzt überlegt, irgendwann ist das ein unendlich Eck, dann hat das so viel Fläche wie das Ding. Aber das ist nicht erlaubt. Da braucht man ja unendlich viele Konstruktionsschritte, um ein Polygon zu haben, was denselben Flächeninhalt hat. Jo. Dann fangen wir, ne, auch Zwerge haben mal klein angefangen. Wir fangen mal an mit der Quadratur der Rechtecke. Also lässt sich ein Rechteck in endlich vielen Schritten in ein flächengleiches Quadrat umwandeln? Sage ich ja, nehmen wir einen Höhensatz für. So, hier ist das nochmal so. Also das ist, Sie müssen sich jetzt überlegen, das hier ist alles noch gar nicht da. So, heute auch ein weißes Hemd an, sehr praktisch. Also das sehen Sie nicht.
Was Sie als erstes machen, ist, Sie verlängern diese eine Seite des Rechtecks. Und jetzt tragen Sie hier mit einem Zirkel diese Länge d nach da oben ab. Da machen Sie bei dem f so ein Strichi und dann nehmen Sie diese Strecke und jetzt so mit bestimmen Sie den Mittelpunkt g und jetzt zeichnen Sie darüber einen Halbkreis. Und jetzt ist in dem Halbkreis nach Satz von Thales ja so ein recht gewinkeltes Dreieck da drinnen. Zeigen Sie das bloß nicht Herrn Cardons, wie schlampert das gemalt ist. Ne? Also bei Raumgeometrie würde ich sagen, durchgefallen, ja, wenn Sie so zeichnen. Aber ich habe heute auch kein Lineal mit. So, also da drin liegt ein rechtwinkliges Dreieck. So, und jetzt gilt doch im rechtwinkligen Dreieck offensichtlich P mal Q ist gleich H Quadrat. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? P mal Q ist gleich H Quadrat. Heißt der Höhensatz. Also hat das Viereck, was hier oben liegt, das Quadrat, immer denselben Flächeninhalt wie das Rechteck. Endlich viele Schritte. Ich habe hier nur mit dem Zirkel angesetzt. Ich habe benutzt, dass ich eine Gerade zeichnen kann. Ich habe benutzt, dass ich hier wieder einen Halbkreis zeichnen kann. Ich habe benutzt, dass ich in den Halb... Also jetzt hätte ich erst noch sagen müssen, ich gehe dann hier oben hoch, verlängere das zu einer Gerade und der Schnittpunkt von Kreis und Dings, den wähle ich als Eckpunkt meines Dreiecks. Und dann kann ich sagen, dass über dieser Höhe das Quadrat hat denselben Flächeninhalt. Das ist die Quadratur des Rechtecks. Jetzt kommt die Quadratur sämtlicher Polygone. Also wir machen einen gewaltigen Schritt. Ah, erst noch die Quadratur des Dreiecks. Ja, das ist so popelig, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Quadratur des Dreiecks funktioniert so, machen wir halt aus dem Dreieck, machen wir einfach ein Rechteck, indem wir das auf der Mitte seiner Höhe teilen. Sie kennen ja die Grundfläche mal Höhe durch 2, kommt Ihnen bekannt vor. Also bestimmen Sie den Mittelpunkt dieser Strecke und darüber konstruieren Sie ein Rechteck. Das hat dann nachweislich denselben Flächeninhalt wie das Dreieck. Kann man sich auch klar machen, wenn man jetzt hätte ich das natürlich ausgeschnitten mitbringen sollen und abschneiden und unten die Ecken wieder dranlegen, damit Sie dann sehen, aha, das passt da auch tatsächlich immer rein. Ja, das machen Sie dann so in der Schule, wenn Sie hoffentlich mal begründen, warum das Dreieck da den halben Flächeninhalt hat. Das kann man nicht bei jedem Dreieck machen, dass man da auf der Mitte das abschneidet und seitlich so wieder dranlegt. So. Gut, jetzt die Quadratur der Polygone. Ich war schon so voreilig. Eine Möglichkeit ist, wir zerschnibbeln das Gerät da oben in Dreiecke und dann wissen wir, die Dreiecke lassen sich ja jeweils in Rechtecke umwandeln und die Rechtecke lassen sich jeweils in Quadrate umwandeln. Dann haben wir aber noch ein Problem, das ist dann eigentlich immer noch nicht quadriert, weil wir haben ja jetzt drei Quadrate, wir wollten aber ein Quadrat haben. Ja, da hilft aber wieder die Satzgruppe von Pythagoras. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel aus diesen beiden Quadraten ein Quadrat machen wollen, dann geht das ja einfach so, dass Sie sagen, okay, also ich verlängere diese Seite hier herunter, dann nehme ich das hier in den Zirkel, trage das hier ab, mal dort das entsprechende Quadrat dran und dann mache ich hier so die Länge und dann sage ich, ach guck mal, das Quadrat hier, ja, was jetzt nicht unbedingt aussieht wie ein Quadrat, jetzt habe ich aus den zwei Quadraten 1 gemacht, weil nach Satz des Pythagoras gilt ja a² plus b² ist gleich c². Und jetzt könnte ich das c² wieder nehmen und würde das hier an das d² anlegen und kann denselben Spaß machen. Das ist die eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier oben Ecken wegradiert und das direkt in ein Dreieck umwandelt. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch ganz fleißig vorbereitet. Das benutzt die Aussage, dass alle Dreiecke, die dieselbe Grundseite und dieselbe Höhe haben, denselben Flächeninhalt haben, ist wieder einfach die Formel Grundseite mal Höhe durch 2 ist Flächeninhalt. So, und dann funktioniert das Eckenradieren so, dass man sagt, ich nehme mir mal dieses Teildreieck hier unten, guck mir das mal aus und sag jetzt, okay, wenn ich hier eine Parallele zeichne durch den Punkt, das ist diese Gerade, und ich nehme jetzt die Ecke her und ziehe die ja einfach rüber, dann haben ja die ganzen Dreiecke da
alle denselben Flächeninhalt. Ich ziehe das also genau so rüber, dass das da oben auf der Gerade zu liegen kommt. Jetzt habe ich schon mal eine Ecke wegradiert. Ja, und jetzt sage ich, okay, das könnte ich aber hier oben ja natürlich auch machen. Ich zeichne hier eine Parallele für dieses Teildreieck und mache das da genauso. Ich ziehe das hier oben hoch. Auch wieder all diese Dreiecke, Teildreiecke, sind flächengleich. Das heißt, die Fläche verändere ich nicht. Und Wunder über Wunder, aus dem Fünfeck ist ein Dreieck geworden, bei dem ich weiß, die Gesamtfläche, diese braune, ist jetzt immer noch genauso wie die Fläche von dem Fünfeck. Und jetzt kann ich dann wieder hingehen, aus dem Dreieck mache ich halbe Höhe, mache ein Rechteck draus, mache ein Quadrat draus. Da muss ich diese Quadrataddiererei nicht machen. Und somit ist klar, alle Polygone lassen sich quadrieren. Ist damit gezeigt. Natürlich hat jetzt hatten die kein GeoGebra, aber das Argument kannten die. Das Argument kannten die. Über derselben Strecke sind alle Dreiecke mit gleicher Höhe, haben denselben Flächeninhalt. Und man kann das ja auch ganz normal konstruieren. Sie können ja einfach sagen, ich zeichne die Parallele und da, wo die zwei sich schneiden, da ersetze ich den Punkt. Sie müssen das da ja nicht langziehen, wie ich das da gemacht habe. Also kann man das auch durch normale Konstruktionen mit Zirkel und Lineal tatsächlich erzeugen, dieses eckenradierte Dreieck. So, jetzt brauchen wir die Quadratur der Möhnchen, das große Theorem. Was man dafür braucht, ist den pythagoreischen Lehrsatz, der war zu der Zeit aber wohl bekannt, den Satz von Thales, der war bekannt, und was auch bekannt war, wo aber unklar ist, ob oder wo es sehr zweifelhaft ist, dass es da einen Beweis für gab, ist die folgende Aussage: Die Fläche von zwei Halbkreisen verhält sich zueinander so wie das Quadrat ihres Durchmessers. Ihnen ist das eigentlich klar, weil Sie wissen ja, die Fläche eines Halbkreises ist Pi halbe R-Quadrat. So, und jetzt können Sie natürlich das R auch durch D ersetzen, das ändert nichts. Die Flächen verhalten sich dann wie die Quadrate der Durchmesser und der Proportionalitätsfaktor, der da auftritt, ist irgendein Vielfaches von Pi. So, aber diesen Proportionalitätsfaktor, der ist hier in der Aussage nicht drin. Es ist nur drin, die Fläche von zwei Halbkreisen verhält sich jedenfalls zueinander so wie das Quadrat ihres Durchmessers. Und in Buch 12, Proposition 21 der Elemente, ist auch ein Beweis dafür drin. Aber nicht für die Proportionalitätszahl. Also das Pi selbst ist nicht bewiesen. Das hatten die ja auch nicht, ne, als Irrationalzahlen und so. Okay, aber die wussten das, diese Aussage wussten die. Und das kann man jetzt benutzen, um nachzuweisen, dass in diesem Bild die sehr dunkelgraue oder schwarze genauso groß ist wie die etwas heller graue Fläche, also die Dreiecksfläche. So, und jetzt ist das Möhnchen ist jetzt deswegen quadrierbar, weil man sagen kann, naja, das Dreieck kann ich quadrieren und wenn ich ein Argument habe, warum das Möhnchen dieselbe Fläche hat wie das Dreieck, exakt dieselbe Fläche wie das Dreieck, dann kann ich quasi auch das Möhnchen quadrieren, weil ich weiß ja, wie ich für das Dreieck die Fläche rauskriege. Ich fange mal an mit der Aussage, das Dreieck ACO, das ist dieses hier, das ist kongruent zum Dreieck BCO. Das ist das hier. So ist das gemacht. Also der sagt nach Voraussetzung, wähle quasi das in einem Halbkreis einbeschriebene gleichschenklige rechtwinklige Dreieck. So, das ist sozusagen nach Voraussetzung oder nach Konstruktion kann man auch sagen. Daraus lässt sich natürlich dann unschwer folgern, dass insbesondere die Strecke AC genauso lang ist wie die Strecke AB. So, das schreibt man ja manchmal, wenn man sehr vornehm ist, mit so Betragsstrichen. Könnte auch noch Vektorpfeile drüber machen, aber die gab es daher noch nicht. Da wird es auch nicht falscher oder richtiger durch. So, jetzt ist ja nach Satz von Thales, hier Thales, Satz oder Proposition, was weiß ich, ist mir doch egal, ABC-Dreieck rechtwinklig. Ja, das ist ja nicht schlecht. Wenn das ABC rechtwinklig ist, dann gilt doch wohl, dass AB-Quadrat nach Satz des Pythagoras gleich AC-Quadrat plus BC-Quadrat.
einfach Satz von Pythagoras in dem Links. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, AC ist gleich BC, also kann ich das ausschreiben als AB Quadrat ist gleich 2 mal AC zum Quadrat. Jetzt forme ich das noch um, damit da auch wirklich ein Verhältnis steht von zwei Seitenlängen. Ich teile das mal durch AB und bringe das so ein bisschen rüber. Also steht da AC Quadrat durch AB Quadrat ist gleich 1 durch 2. So jetzt, so wie Sie es in der Schule gelernt haben, geteilt durch AB Quadrat, geteilt durch 2. Deswegen stimmt das. Nur, dass da keine Probleme entstehen. So. AB ist der Durchmesser des Halbkreises ACB. AB ist Durchmesser von dem Halbkreis. AC ist der Durchmesser des Halbkreises AEC. AEC. Warum schreibe ich das auf? Die Fläche dieser beiden Halbkreise verhält sich jetzt so zueinander wie ihre Durchmesser. Das war der Satz, den ich gerade hatte auf der Folie. Die Fläche von diesem Halbkreis hier oben, weiß plus das Schwarze, verhält sich zu der Fläche von diesem unteren Halbkreis, so wie das Verhältnis ihrer Durchmesser. Das war dieser berühmte Satz, die dritte Voraussetzung, die ich da gehabt habe. So, also kann ich jetzt schreiben, die Fläche von dem Halbkreis AEC durch die Fläche von dem Halbkreis ACB ist auch gleich 1/2. Jetzt ist das aber ja, das ist jetzt irgendwie interessant. Das ist ja interessant. Also ist diese Fläche von dem, dieser Halbkreis ist also genau halb so groß wie hier unten der Halbkreis. Das habe ich jetzt gerade gezeigt. Der Halbkreis hier oben hat genau die halbe Fläche von dem Halbkreis hier innen drin. Aha, jetzt gucke ich mir mal den Viertelkreis an. Viertelkreis AO, na, wie nennen wir den hier vielleicht mal? OAFC, ja, OAFC, OAFC, ne, dieser Viertelkreis, der hat ja wohl 1/2 mal AEC Halbkreis die Fläche. Die Hälfte von einem Halbkreis hat die halbe Fläche, würde ich sagen, ja? Eieieiei. Ja. Jetzt schreiben wir es auch ordentlich hin. So, also, dann sagen wir mal das A, Halbkreis, A, C, B. So. So, also wenn der auch die halbe Fläche hat, dann steht da ja wohl das A von diesem Viertelkreis O, A, F, C ist also genauso groß wie A, Halbkreis, A, E, C. Also der Viertelkreis hier unten hat dieselbe Fläche wie der Halbkreis hier oben. So, das sieht gräulich aus. So, also jetzt kann ich das nicht so sagen. Jetzt kann ich andererseits aber sagen, der Viertelkreis, der ist gleich die sehr dunkle Fläche plus die weiße Fläche. Das ist der Viertelkreis. Und der Halbkreis, der ist gleich, die warten da schon alle auf ihre Stochastikübung, der ist gleich diese helle Fläche plus die weiße Fläche. Und außerdem weiß ich, dass die beiden gleich sind. Also steht da, schwarz plus weiß
ist gleich grau plus weiß. Und jetzt machen Sie das, wie Sie das gewohnt sind. Ich ziehe die weiße Fläche ab. Da gibt es ja ein Axiom, das das auch genau sagt. Also wenn man vom Gleichen Gleiches wegnimmt, kommt Gleiches heraus. Das steht irgendwo als Axiom. Steht da also, schwarz ist gleich grau. Tada, fertig. Warum hat man diesen Möhnchen nun aber überhaupt so eine große Aufmerksamkeit gewidmet? Und warum war man dann am Ende doch wieder irgendwie nicht glücklich? Nun, man hat lange Zeit gehofft, auf diese Art und Weise auch die, wie wir heute wissen, unmögliche, exakte Quadratur des Kreises in den Griff zu bekommen. Auf der Folie finden Sie so einen Ansatz. Da wird man jetzt auch noch wieder andere Figuren reinlegen und so weiter. Erkläre ich aber jetzt nicht, weil ist auch gar nicht zielführend. Ich mache jetzt wieder eine Pause, Sie machen eine kleine Schnitzeljagd und dann geht's nachher noch weiter mit den Pythagoreern.